Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias und heute stelle ich euch den Helden Tassadar vor, wie man die Talentpunkte bis Level 20 verteilt und dann sage ich auch noch ein paar Worte dazu, wie man die Talente bzw. die Skills auch am besten anwendet. Die Talente mit Level 1 habt ihr die Möglichkeit zwischen 4 Talenten. Ich persönlich benutze immer am Anfang Überladen, erhöht den Schaden vom Psysturm um 20%. Psysturm ist diese Fähigkeit, ich führe sie euch einmal vor, wir schalten mal die Diener an. Dann seht ihr das noch etwas besser, was das Ganze macht. So, wir setzen hier vorne eine AOE. Sämtliche Gegner oder gegnerische Vasallen, die in diesem Psysturm drinstehen, bekommen die ganze Zeit Schaden, beziehungsweise für 3 Sekunden. Die Fähigkeit hat eine Ablenkzeit von 8 Sekunden, das ist ganz okay. Und ja, ist im Endeffekt ein guter AOE, um Lanes selbst oder Lanes relativ schnell zu pushen. Ihr könnt damit sehr gut gegen 2 Spieler durchhalten. Auf einer Lane müsst ihr zwar dann relativ defensiv spielen, aber ihr bekommt die EP von den Vasallen, was ja am Anfang sehr, sehr, sehr wichtig ist. Schalten wir die Diener mal wieder aus. Stufe erhöhen. So, Level 4. Mit Level 4 kann ich euch empfehlen, den Heilungszauberschutz zu skillen. Aktivieren, um einen Zauberschutz auf dem Boden zu platzieren, der Verbündete im Wirkungsbereich 10 Sekunden lang pro Sekunde um 3% ihrer maximalen Lebenspunkte heilt. Das ist ein richtig starker Support-Skill, der eurem Team wirklich von Nutzen sein wird. Besonders wenn dann mal die Gegner engagen und ihr dann den Heilungszauber gut platzieren könnt. Ihr seht auch, er hat eine sehr große Range. Das ist hier der Radius, wo ihr ihn um euch herum platzieren könnt. Und dann hat dieses Totem nochmal selber einen Radius. Diese leichte blaue Aura, die ihr sehen könnt. Das heißt, jeder, der sich jetzt da drin befindet, wird die ganze Zeit geheilt. Und 10 Sekunden ist doch eine relativ lange Zeit. Meistens dauern die Fights gar nicht so lange in der Gruppe, weil die Gegner dann wegrennen. Ihr chaset dann hinterher oder genau andersrum. Kann ich nur empfehlen, dass ihr diese Fähigkeit skillt. Stufe erhöhen. Gehen wir mal auf Stufe 7. Mit Stufe 7 gehen wir wieder auf unserem Psysturm. Statische Aufladung von Psysturm. Verletzte Gegner werden statisch aufgeladen. Tassadars automatische Angriffe zehren diese Aufladung auf und verursachen zusätzlich 75 Schaden. Kann ich euch auch einmal vorführen. Es ist vorherbestimmt. So. Also, wir machen jetzt hier den Psysturm. Ich mache das gleich mal auf den Gegner. Und alle, die da drin stehen und dann von euch angegriffen werden, mit denen automatisch angegriffen, bekommen dann dieses kritisch angezeigt und dadurch bekommen diese dann deutlich mehr Schaden. Ihr seht das immer mit dem kritisch. Genau, super Fähigkeit, kann ich euch auch nur empfehlen. Auf zur nächsten Stufe. Mit Stufe 10 habt ihr dann die Möglichkeit zwischen 2 Ultis zu wählen. Die Kraftfeldwand oder Archon. Archon ist auf jeden Fall eine Hammerfähigkeit. Archon, Ablenkzeit 100 Sekunden, verwandelt sich in einen Archon und erhält einen Schild mit 600 Punkten. Automatische Angriffe verursachen 184 Schaden sowie zusätzlich 92 Flächenschaden. Hält 5 Sekunden lang an. So, jetzt haben wir auch hier unsere Ulti und die ist wirklich extrem stark. Auch hier werde ich mal die Diener kurz wieder anmachen. So als kleinen Tipp, ihr könnt diese Fähigkeit auch gut benutzen, wenn ihr low on HP seid, also kurz vor Tod, dann drückt ihr noch schnell die R-Taste, dann seid ihr wieder mit Schild gebufft, ihr werdet nicht sofort sterben, also damit kann man sogar gut im Late Game 1 gegen 2 Kämpfe gewinnen, also das habe ich auch schon geschafft. Ihr seht jetzt hier erstmal das Normale und jetzt schalten wir mal den Archon an und ihr haut da wirklich so einen guten Damage raus. Und der AOE dazu noch, also wirklich eine sehr starke Fähigkeit. Hier nochmal der AOE. Ja, benachbarte Gegner bekommen nochmal die Hälfte an Schaden. Also eine sehr, 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 sehr starke Fähigkeit. Ich finde es deutlich besser als die Wand, weil, ja, wegen dem Schild und weil ihr einfach auch noch gut Schaden raushaut. Okay, Diener wieder aus. Dann die Stufe erhöhen. Stufe 13, dort gehen wir
auf Krümmungsstrahl. Krümmungsstrahl, automatische Angriffe verlangsamen Gegner 1,5 Sekunden lang um 25%. Ich glaube, das brauche ich nicht wirklich vorführen. Ihr könnt euch einfach vorstellen, was dort gemacht wird. Ist halt wieder gut. Der Gegner kommt nicht so schnell aus eurer Range, denn ihr seid ein Ranger und wenn der Gegner erstmal draußen ist, dann könnt ihr ihn ja nicht mehr angreifen. Des Weiteren ist das auch wieder ein guter Support-Skill für die ganze Gruppe, wenn jemand hinterher chased, ihn einmal trifft und er dann direkt verlangsamt wird, kommen auch eure Mitspieler einfach besser hinterher. So, den skillen wir mal. Dann weiter die Stufe erhöhen. Wähle ein So, Talent. mit Stufe 16 gibt es eine sehr gute Fähigkeit, nämlich Zweitschlag. Nach dem Einsatz von Psy-Sturm kann dieser innerhalb von 3 Sekunden erneut eingesetzt werden. Der Schaden ist nicht stapelbar. Finde ich, ist auch eine mit der stärksten Fähigkeit von Psy-Sturm. Erstens ganz cool, ihr könnt hier, wenn ihr zum Beispiel am Fort steht oder ja, an der Wall von den Gegnern, könnt ihr die gut auf beide Seiten raufsetzen. Dann, wie gesagt, zusätzlich habt ihr auch dann noch die Fähigkeit statische Aufladung gemacht. Das heißt, ihr setzt das so, greift an und ihr seht nur, ihr seht einfach, wie die Tower runtergehen. Und ihr könnt damit auch so gut Camps solo machen, Hardcamps solo machen. Ihr macht wirklich super viel Schaden damit. Und auch, ihr solltet nur darauf setzen, dass ihr halt die nicht übereinander setzt. Ja, weil der Damage stackt nicht. Was man aber machen kann, ihr habt es ja gesehen, ihr habt 3 Sekunden Zeit, diese Fähigkeit nochmal nachzucasten. 3 Sekunden lang hält diese Fähigkeit. Das heißt, ich mache mal wieder Dina an. Wenn ihr, also entweder ihr setzt das Ganze hintereinander, so, oder, das ist ganz gut zum Beispiel, wenn die Gegner wegrennen wollen, dann könnt ihr das einmal vor denen und hinter denen setzen. Weil die Gegner versuchen meistens immer, jetzt der Bot tut das natürlich nicht, aus dem Psy-Sturm nach hinten rauszurennen. Das heißt, sie laufen dann im Idealfall dann durch euren zweiten Psy-Sturm durch. Oder ihr setzt es, wartet kurz, bis unten der Zeitschlag läuft und setzt dann direkt auf den zweiten hinterher. Dann könnt ihr fast die ganze Zeit einen Psy-Sturm am Laufen halten, denn innerhalb habt ihr 8 Sekunden Ablenkzeit. Im Idealfall steht dann da 3 Sekunden lang kein Psy-Sturm. So, wir warten kurz. Setzen. Ah, jetzt hat das nicht. Doch. Nee, er hat es nicht gemacht. Ich war zu langsam. Wir setzen es und setzen dann direkt den zweiten dann hinterher. Gut, hier ist der Gegner jetzt weggerannt. Hier hätte man im Idealfall den zweiten nach hinten gesetzt. Also eine super starke Fähigkeit. Okay. Diener aus und die Stufe weiter erhöhen. Wähle So, ein Stufe Talent. 20 hier ganz klar. Zwielicht-Archon erhöht den anfänglichen Schildwert des Archons um 50%, erhöht den Schaden automatischer Angriffe um 50% und ihre Reichweite um 3. Macht also eure Ulti nochmal deutlich stärker. Ich hau nochmal einmal die Diener rein. So. Dienerchen. Zack, zack, zack. Ulti rein und Damage fahren. Also ihr seht, die Gegner gehen richtig schnell down. Wir haben ein riesengroßes Schild. Wir können jetzt hier nochmal setzen. Ah, ein bisschen falsch gesetzt. Und da ist er auch schon weg. Also ihr macht extrem viel Schaden in dieser Form. Und ihr seid auch sehr, sehr tanky durch euer Schild, welches ihr bekommt. Mit Level 20 bekommt ihr hier schon 1000 Punkte Schild. Also extrem stark. Ja, das waren erstmal die ganzen Talentpunkte. Wir haben aber natürlich noch mehr Fähigkeiten, die wir hier skillen können. Einmal natürlich das Plasmaschild, was 60 Mana kostet und eine Ablenkzeit von 8 Sekunden hat. Schützt einen anvisierten Verbündeten 8 Sekunden lang durch einen Schild und absorbiert 1000 Schaden. 1000 Schaden ist natürlich jetzt erst auf Level 20. Wenn ihr auf Level 1 seid, dann ist das nicht so viel. Und ja, ihr könnt das Ganze auf euch selber machen, um euch selbst zu retten. Im Idealfall drückt ihr dann die Alt-Taste und Q. Zack, dann macht ihr das nämlich auf euch selber. Oder ihr könnt damit auch, ja, gut Gegner retten. Auch hier mache ich mal, nicht Gegner, natürlich eure Mitspieler. Gegner wollen wir ja nicht retten, die wollen wir ja auseinandernehmen. Ich mache mal nochmal hier meine Diener an. Da kommt mein
guter, starker Gefährter, Malfurion. Und hier, ihr seht schon, wir können auch ihm ein Schild geben. Und wenn ihr das gut regelt, dann werdet ihr sehr, sehr, sehr oft eure Mitspieler damit retten. Ihr guckt dann einfach im Ideal. Also normalerweise sollte man ja immer die AD-Carries bzw. die Chars aus dem Spiel rausnehmen, die am meisten Schaden machen. Und da könnt ihr euch dann auch so ein bisschen drauf konzentrieren, dass ihr eure Valla, eure Rainer oder eure Nova dann immer noch ein Schild verpasst, denn die werden wohl immer am meisten Schaden bekommen. Oder ihr gebt dem Tank einfach noch ein Schild, weil wenn die Gegner ja das nicht so gut drauf haben, dann werden sie auch oft mal den Tank fokussen. Zusätzlich habt ihr noch Dimensionsverschiebung, kostet 75 Mana, eine Ablenkzeit von 20 Sekunden, macht den Helden 1,5 Sekunden lang unverwundbar und für den Gegner unsichtbar. Auch eine schöne Fähigkeit, denn ja, wenn ihr in Not seid und ihr merkt, ihr sterbt und ihr kommt nicht mehr raus, dann drückt ihr einfach die E-Taste. Ihr werdet unverwundbar, könnt euch nach hinten verziehen. Ihr seid zwar nur kurz unsichtbar, aber das reicht in der Regel schon, um den Gegner etwas zu verwirren. Das Gute ist halt einfach, ihr bekommt keinen Schaden in der Zeit. Mir hat das auch schon sehr oft den Arsch gerettet. Als letzte und auch klasse Fähigkeit, das Orakel. Orakel kostet 25 Mana Eigenschaft, Ablenkzeit 30 Sekunden, vergrößert den Sichtradius des Helden deutlich und ermöglicht ihm, gegnerische Helden aufzuspüren, hält 7 Sekunden lang. Hier ist es einfach so, das ist mit einer wirklich der stärksten, wie soll man sagen, das ist eine super starke Fähigkeit von Tassadar, denn ihr könnt damit erstens hier extrem den Wirkungsbereich aufdecken. In Kombination mit kleiner, also dem Dicken, der hucken kann, ist das wirklich sehr stark im Early Game. Ihr könnt euch in einem Busch zusammen verstecken. Tassadar drückt Orakel und ja, die anderen Spieler ziehen dann, also kleiner, der Champion kleiner, zieht dann einen gegnerischen Spieler ran. Ihr könnt wegnuken. Also extrem stark. Zusätzlich nehmt ihr auch gleich noch zwei gegnerische Helden komplett aus dem Spiel von ihrer Mechanik, nämlich Nova und Ceratul. Denn Nova und Ceratul sind ja zwei Stealth-Charaktere und die können gegen euch nicht wirklich viel ausrichten. Ihr müsst zwar darauf achten, dass diese Stealth-Charaktere, die haben immer so einen leichten Schleier um sich herum, wenn sie unsichtbar sind. Also sie sind nicht komplett unsichtbar, man sieht sie noch. Dann gibt es die Möglichkeit, die mit Orakel aufzudecken. Ich würde mir aber Orakel eigentlich immer eher aufheben, um halt den Sichtradius zu erhöhen. Wenn ihr zum Beispiel einen Boss macht oder ihr wollt einfach Sicherheit wiegen für euch als Gruppe, damit ihr einfach mehr auf der Map seht und ja, damit ihr wisst, wo die Gegner einfach sind. Was ihr auch noch machen könnt als kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel Stealth-Charaktere aufdecken wollt und ihr seht zum Beispiel hier, neben euch läuft jetzt eine Nova oder ein Ceratul, die sind ja immer sehr mutig, habe ich immer das Gefühl, die laufen auch teilweise unsichtbaren Gruppen rein, obwohl sie eigentlich wissen sollten, dass man sie, auch wenn sie unsichtbar sind, immer noch etwas sehen kann. Dann könnt ihr auch Psy-Sturm drauf machen, denn jegliche Angriffe auf unsichtbare Charaktere machen sie sichtbar. Also auch nur als Empfehlung, haut Psy-Sturm auf die Gegner drauf, wenn sie unsichtbar sind. Ja Leute, wenn euch Tassadar gefällt und noch mehr interessiert, wie ich Tassadar spiele, dann schaut einfach mal auf meinem YouTube-Kanal meine Gameplay-Videos an, da könnt ihr euch das mal live in Action angucken. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen, wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, dann weiß ich nämlich, dass ich noch mehr solche Guides machen soll. Ich verabschiede mich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut da rein, euer Matze Jin, ciao, ciao.